Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in diesen Tempel reingekommen. Und hier gibt es noch einiges zu entdecken und damit werden wir jetzt erstmal anfangen. Und zwar sind hier extrem viele Objekte, die wir scannen können. Das werden wir jetzt auf jeden Fall zuerst einmal tun. Fremder Baustein, dann fangen wir hier gleich mal an. So, dazu gibt es jetzt natürlich dann immer einen Datenbankeintrag. Allerdings durchlesen möchte ich mir das Ganze jetzt nicht, denn ich möchte hier schnell vorwärts kommen. Wenn das jemand lesen möchte, hält er einfach YouTube an der richtigen Stelle an. Ich werde den kompletten Text einmal durchscrollen, dann kann man sich das Ganze in Ruhe durchlesen. Nanobots. Ah, okay, die sind sehr, sehr klein, so wie es aussieht. Denn man sieht rein gar nichts. So, Nanobots, okay. Ah, vielleicht lernen wir hier noch irgendwas Neues, aber das scheinen alles nur irgendwelche Informationen zu sein zu Gegenständen, die die gesammelt haben. Sensorimplantat. So, dann haben wir die Seite, allerdings es gibt noch die andere Seite, aber einer dieser Ionenkristalle ist gerade wieder fertig. Und die baue ich mir ab. Ich habe das Ganze offline jetzt auch schon mal gemacht. Also ich habe jetzt, ich glaube, 8, 9 Stück bereits eingesammelt davon. Bis ich gemerkt habe, okay, ich kann hier nicht ewig stehen und die Dinger abbauen, denn mir geht irgendwann die Nahrung aus und das Wasser aus. Wasser habe ich zwar 2 Stück dabei, allerdings, ich glaube, keinen Nährstoffblock mehr. Deswegen können wir das leider nicht die ganze Zeit machen und hier abbauen. Sondern müssen es immer so nebenbei machen. So, kriege ich dich hier raus? Ja, dich kriege ich raus, aber hier war doch noch ein dritter. Ja. Ja, ein paar Hammer. Das reicht auf jeden Fall. So, hier geht's dann weiter. Nein! Blaue Tafel. Wir haben nur violette Tafeln gemacht. Das heißt, ich muss mir noch eine blaue Tafel machen, um hier weiterzukommen. Na, okay. Gut, wir scannen jetzt erstmal weiter. Bis wir hier alles gescannt haben, auf jeden Fall. Wir lassen hier nichts weiter zurück. So, das ist so der Tafelanfang letztendlich von diesen violetten Tafeln und den blauen Tafeln. Ein Klinge von der Erde. Okay, woher haben die eine aus dem 13. Jahrhundert stammende Klinge? So. Das sieht man. Na? Da. Ja. Fremde Statue. Okay. Holographischer Projektor. Nee, leider aber nichts, was wir irgendwie selbst bauen können, sondern nur das ganze Zeug hier abscannen. So, dann fangen wir doch mal systematisch an. Und zwar, wir fangen hier rechts an mit diesem Raum. Hier gibt es einige Räume und wir werden jeden davon natürlich erkunden. Aber einen nach dem anderen. Hier ist irgendwie ein bisschen dunkel, kommt mir so vor. Ah, Portal. Gut, dass es hier unglaublich viele Ionenwürfel gibt. Wir können die ohne Probleme aktivieren. Dann schauen wir uns aber auch natürlich gleich an, wo das Ding überhaupt hinführt. Wir haben ja mittlerweile von der Energiequelle dieser, oder die Energiequelle der Aliens allgemein, war ja ein Portal drin, das uns zur Insel gebracht hat letztendlich. Oh, das sieht aber auch nach der... Das ist die Insel? Kommt mir ja relativ bekannt vor. Geht's hier raus? Ja, hier geht's raus. Nee, nix Insel. Ah! Kann es sein, dass es das war, was wir ganz am Anfang mal gefunden hatten? Nee. Oh, okay. Haie auf jeden Fall. Schade, jetzt habe ich keine Boje mit, aber das wäre... Hier würden wir auf jeden Fall dann auch zurückkommen, aber wie weit sind wir denn weg? 1000. Energiequellenimpuls auch 1000. Genau auf der gegenüberliegenden Seite, aber ich habe jetzt keine Boje, glaube ich. Ja, ich habe keine Boje dabei. Und wir ziehen uns schon mal in Wasser rein. Ah, und vielleicht kriege ich aber hier
Wenn wir schon mal da sind, in dem Lava-Biom kriege ich selbstverständlich keine Fische. Oh. Rubinen nehmen wir auch gerne mit. Ich habe nämlich mein Kochmesser. Boah. Okay, wenn ich ihn erwische. Denn ich bräuchte noch was zu essen, aber hier sind einige. Da wird sich doch wohl einer... Muss ich die gleich schneiden oder muss ich die erst ins Inventar legen? Der ist... gekocht da. Okay, ich muss dich so erwischen. Aber dann können wir uns hier zumindest mal ein klein... Was bist du? Ach du... Ah, eins dieser fiesen Viecher, die diese Halluzination hervorrufen. Euch mag ich ja gar nicht. So, wir schauen uns aber mal kurz hier um. Sammeln noch ein bisschen was ein. Und ich würde gerne noch ein bisschen Fisch mitnehmen. Oh, Silber. Silber nehme ich auch sehr gerne mit. So, da ist nur einer, aber die sind einfach zu schnell. Da wische ich hier leichter. Ja, oder auch nicht. Doch, jetzt habe ich dich. So, gekochter. Ja, wir sind hier am Rand. So, Salz brauchen wir nicht. Einen gekochten würde ich noch gerne mitnehmen. Probieren wir es mal mit dir. Ah, wegschwimmen bringt nichts. Ich krieg dich trotzdem. Wah. Jetzt. So, da haben wir zwei gekocht. Jetzt muss ich nur den Eingang wiederfinden. Ah, wir nehmen die Ablagerung hier auf jeden Fall noch mit. Blei. Wo ging es denn jetzt hier rein? Das müsste alles... Ich glaube, es sind Lithiumblöcke. Oh oh. Großes oh oh. Wo ging es denn hier rein? Wir sind auf 300 Meter. Gut, ich habe noch Luft. Aber wo ging es denn hier jetzt wieder rein? Wir waren auf 1000 entfernt. Also hier drüben irgendwo. Wir waren auf 1000 Entfernung zu unserer Basis. Das heißt, der Eingang müsste irgendwo... Ne, wir sind hier weiter. 300, 200... War das hier unten? Okay, schwierige Angelegenheit. Ich habe mich verlaufen. Ich habe jetzt natürlich leider nicht drauf geachtet, auf welcher Höhe das Ding war. Der Eingang. So ein Mist. Öffnung in der Nähe mit fossilen Überresten. Oh. Wir haben 42, 39 Luft. Oh oh. 200, 33 Luft, doch, das müsste reichen. 30. 30. 24. Nee, das reicht, das reicht. Okay, ja. Ich bin jetzt gerade nach oben, jetzt muss ich gerade wieder nach unten und dann müssen wir erstmal den Eingang wieder finden. Oh Gott. War klar eigentlich, dass mir das Ganze passieren muss. Oh, sehr schön. Einmal voll Luft. Ah, okay. Ich zumindest eine Orientierungsstelle und zwar ziemlich direkt vor der Aurora. Auf 340 Metern ungefähr Tiefe, wo wir hin müssen. Ich hoffe, ich finde diesen Eingang wieder. Ich habe jetzt keine Lust, bis zur Energiequelle zu schwimmen und von da dann wieder zurückzukommen. Mal abgesehen davon, dass ich dann trotzdem ein relativ weites Stück habe. Oh, ich hätte mir eine Boje mitnehmen sollen. Immer das Gleiche. So, hier ist es nicht. Hier ist ein Loch. Ich glaube aber eher, wir müssen ein bisschen weiter rüber. Zumindest sieht man jetzt schon wieder ein bisschen weiter und besser. War gerade eben noch anders. Ich wollte doch eigentlich nur ein bisschen was essen. So, ich hätte mich an dem Ding hier orientieren müssen. So, 1400. Das heißt eigentlich, wir müssten ein bisschen weiter hier rüber.
Ne, 1600. 1700. Wie kann das auch hin und her springen zwischen 1700? Jetzt wird es weniger, mehr, weniger, mehr. 1600. Weiß, dass ich habe danach geguckt, dass es 1000 entfernt ist. Jetzt sind es 1004. Ah, bingo. Okay, an dieser Brücke letztendlich. So, irgendwas wolltest du von mir? Wahrscheinlich Nahrung oder Essen oder irgendwas anderes. So, ein kleiner Ruckler. Wir haben auf jeden Fall zumindest zweimal Fisch. Den hauen wir uns rein und ist zumindest unser Essen wieder hoch. Na komm, also das war jetzt... waren 10 cm, wo du runtergefallen bist. Stell mir nicht so an. Okay, wir gehen auf jeden Fall wieder zurück. Signal, wo ich kann höchstens mal schauen, ob ich in meinem Krebsanzug eine habe. Dann würde ich die vielleicht sogar noch hier aussetzen wollen. Na, ist aber ganz schön lange diesmal. Ja, zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo das Ganze ist. Das könnten wir vielleicht sogar wiederfinden, denn an diesem Bogen oben drüber war es. So, haben wir denn eine Signalkohle hier dabei? Den Ionenwürfel, den bauen wir gleich wieder ab. Ja. Der Anzug setzt sich doch normalerweise, macht sich doch normalerweise klein und bleibt nicht so hoch. So, Energie für den Anzug haben wir Gott sei Dank mehr als genug. So. Anzug verlassen. Ja, jetzt macht er sich auch schön klein. So, Kofferraum. Wie sieht es denn aus? Wir haben hier schon ein paar Ionenwürfel drin. Ich habe doch zwei Kofferraummodule. Wo ist denn überhaupt hier das andere angebracht? Da ist eins. Aber wo ist das andere? Oder zählen die da... Ach so, ich glaube, die sind zusammengerechnet. Es gibt nur dieses eine. Okay, macht nichts. So, wir waren jetzt hier rechts. Dann gehen wir jetzt in die Mitte und arbeiten uns hier systematisch dann einmal durch die Pyramide durch. Halt, da geht's nicht lang. Da geht's lang. Ah, vielleicht wäre eine Taschenlampe ganz sinnvoll. Oh. Ah, den ihr Röhrensystem. Wir haben hier diese Eingänge für die Röhren, haben wir ja bereits gefunden. Und ein Tatenterminal. Okay. Mehr oder weniger die Sauerstoffversorgung. Ungewöhnliches Klubstoffverhalten. Ah, okay, die Klubstoff gehen hier absichtlich rein. Und werden mehr oder weniger geheilt dadurch. Abflussleitung, die können wir auch scannen. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus hier. So, gibt es denn hier noch was zum Scannen? Einmal außen rum. Das hat was von Mini-Aquarium. Ja, ich glaube, das war's hier in dem Raum. Wobei, wo geht's denn da lang? Da geht's auf jeden Fall nochmal runter. Dann schauen wir doch erstmal dahin, bevor wir irgendwo anders hingehen. Aber ich pack mal meine Taschenlampe aus. War auf die... Na, wobei... Naja, so viel bringen die jetzt auch nicht. Ah, okay. Ein Stockwerk tiefer. Ein paar Aquarium. Irgendwas zum Scannen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Leere Aquarien vor allem. Nö. Aber es sieht echt nicht schlecht aus, das Ganze. Okay, dann wieder hoch und zum nächsten Raum. Dann war es das in diesem Raum schon. Ich habe mir da eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Aber wir haben ja noch einige Räume vor uns. Und mal sehen, was wir da alles noch rauskriegen. Und wir haben noch den Raum, der zu ist. Allerdings, da muss ich nochmal zurück. Aber vielleicht finden wir ein Portal, was irgendwie doch noch in die Nähe unserer Basis führt. Das eine war jetzt schon nicht schlecht. Das waren 1000 Meter entfernt ungefähr. Das geht. So, wo geht's denn hier lang? Da ist nichts. Das nächste Portal.
Gut, dass es hier so viele Ionenwürfel gibt. So, wo führst denn du hin? Okay, sieht irgendwie fast alles gleich aus. Oh, jetzt ist es dunkel geworden. Ah! Das ist aber jetzt... Ja, das ist das, was wir irgendwie mal zur zweiten, dritten Folge, glaube ich, haben wir diesen Eingang hier gefunden. Der müsste eigentlich... Pilzwald? 900 Meter. Ionenwürfel habe ich. Ich brauche aber für diese blaue Tafel Kyanid, das weiß ich. Kyanid haben wir nichts mehr zu Hause. Ah, so ein Mist. Okay. Naja, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen näher dran. Das ist im Pilzwald. Okay. Ich hätte echt Bojen mitnehmen sollen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Die liegen, glaube ich, entweder... Ne, die liegen, glaube ich, sogar in meiner Seemotte. In meiner Zyklop selbst habe ich keine Bojen, aber ich könnte welche herstellen. Und wir müssten zwangsweise sowieso nochmal zurück zur Zyklop, denn in der Zyklop liegt mein ganzes Kyanid, was ich abgebaut habe, das wir brauchen, um die blaue Tafel herzustellen. Wie viel brauchen wir denn davon? Ich glaube, 2, 3 Stück waren es. Blaue Tafel. Kyanid, 2-mal, okay. So, den Ionenwürfel bauen wir gleich wieder ab. Und dann würde ich allerdings wahrscheinlich nicht mit dem Krebsanzug rausschwimmen, sondern mit, also nur ich selbst rausschwimmen. So Zyklop, die Kyanid holen, dann wieder hierher schwimmen, dann nach Hause, dann die Tafel herstellen. Boah, ob ich das Ganze aufnehmen soll, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob ich das Ganze aufnehme, ob ich das Ganze wieder offline mache. Na, wahrscheinlich mache ich es eher offline. Dürfte relativ uninteressant sein, wie ich rein und raus renne. Boah, hast du mich erschreckt. So, von diesem Ding hier, da, der rechte hier war's. Gut, hier kommen wir nicht rein. Dann fangen wir einmal jetzt hier mit dem linken an. 2 Räume haben wir noch, also 3 insgesamt mit dem hier. Die wir uns mal anschauen können. Ah, wer hätte es gedacht? Noch ein Portal. Hier gibt es extrem viele Portale. So, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist mein Wasser, aber 1 haben wir noch. Nahrung, ja, solange ich durch die Portale rauskomme, ist Nahrung nicht das Problem und ich mein Messer habe. Nur Wasser könnte schwierig werden. Boah, wo sind wir denn hier? Das sieht ausnahmsweise mal komplett anders aus. Aber ich würde fast behaupten, hier, ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Wobei, doch, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, wir werden es gleich sehen, wo wir rauskommen. Aber, ja, das ist hinter dem Wasserfall. Nickelerz. Ja, ziemlich tief unten hinter dem Wasserfall. Hier waren wir bereits schon mal. Okay. Nice to know. Allerdings ist der Ausgang, ja, nicht ganz so geschickt. Wenn ich jetzt zu meiner Basis zurück will, dann würde ich bis jetzt den vom Pilzwald nehmen. Da komme ich, glaube ich, am schnellsten nach Hause. So, ich sehe jetzt allerdings, für diese Folge war es das Ganze wieder. In der nächsten Folge werden wir uns die letzten 2 Räume auf jeden Fall vornehmen. Und dann werden wir uns auf den Weg machen Richtung Zyklop. Von der Zyklop dann Richtung Tempel. Vom Tempel dann nach Hause. Von zu Hause wieder Richtung Tempel. Und dann in den verschlossenen Raum mit der blauen Tafel. Oh, das ist kompliziert. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Es bleibt spannend, das Ganze. Ich würde mich natürlich sehr freuen über einen ein oder anderen Kommentar, über einen Daumen nach oben oder über ein Abo natürlich ganz besonders. Und ich sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge.